Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Podium Zeitgeschichte. Mein Name ist Agnes von Pressensdorf. Ich bin die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Berliner Kollegs Kalter Krieg am Institut für Zeitgeschichte und Mitglied der Redaktion der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Einmal im Jahr veröffentlichen die Vierteljahrshefte das Format Podium Zeitgeschichte, das Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander ins Gespräch bringen will, um verschiedene Themen, Methoden und Kontroversen der Forschung zu diskutieren. Und das diesjährige Podium Zeitgeschichte, mit dem wir uns heute befassen wollen, beschäftigt sich mit dem Thema Islam und internationale Politik, neue Perspektiven auf die Zeitgeschichte des Nahen und Mittleren Ostens zwischen Kalten Krieg und Dekolonialisierung. Das Thema Islam und internationale Politik ist ja für uns alle allgegenwärtig. Dazu genügt ein Blick in die Medien, sei es die Tagesschau, die Zeitungen oder auch diverse Social-Media-Kanäle. Seit Wochen gehen im Iran Frauen und Männer auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. Vor wenigen Tagen hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf Initiative der deutschen Außenministerin entschieden, das gewaltsame Vorgehen der iranischen Regierung untersuchen zu lassen. Aber auch jenseits dieser aktuellen Krise im Iran ist das Thema Islam in der Öffentlichkeit immer wieder präsent. Vor allem dann, wenn es um muslimische Einwanderung nach Europa geht oder auch den Umgang mit islamistischem Terrorismus. Jenseits dieser migrations- und sicherheitspolitischen Debatten spielt die Rolle des Islam als Faktor internationaler Politik und transnationaler Verflechtung in der deutschen, aber auch in der europäischen Zeitgeschichtsforschung interessanterweise bislang nur eine marginale Rolle. Und genau das nehmen wir zum Anlass, um heute mit Historikerinnen und Islamwissenschaftlern zu sprechen, um einen neuen Blick auf das Verhältnis von Islam und internationaler Politik zu werfen, mit einem Fokus auf die Region des Nahen und Mittleren Ostens in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir möchten, das sei vorweg geschickt, den Islam dabei dezidiert nicht auf seine religiöse Dimension verengen, sondern begreifen ihn als normatives Leitbild und politisches Ordnungskonzept, das wir in der heutigen Diskussion mit ideengeschichtlichen Traditionen in Beziehung setzen möchten, die von der Zeitgeschichtsforschung überwiegend europäisch bzw. westlich konnotiert werden und die zugleich für die internationale Politik nach 1945 von zentraler Bedeutung waren und die scheinbar oder tatsächlich in einem Spannungsverhältnis zum Islam standen. Wir haben uns hierfür exemplarisch für einige thematische Längsschnitte entschieden, nämlich die Themenfelder Humanitarismus und Menschenrechte, die Idee der Nation und auch das Spannungsfeld zwischen westlichen und europäischen Demokratievorstellungen auf der einen Seite und der Ideologie des Sozialismus auf der anderen. Bevor ich Ihnen unsere Podiumsteilnehmer vorstellen darf und wir direkt in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch einen kurzen technischen Hinweis geben. Wir werden etwa knapp 60 Minuten hier auf dem Podium diskutieren. Bereits währenddessen und dann auch danach haben alle Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, Fragen über die Chat-Funktion einzubringen. Unser Chefredakteur der Vierteljahrshefte, Thomas Schlemmer, betreut diesen Chat dankenswerterweise und wird die Fragen dann gebündelt am Ende einbringen, sodass dann ausreichend Zeit ist für Fragen und Antworten zwischen Podium und Publikum. Sie können also gerne sofort mit Ihren Fragen starten oder diese dann, wie gesagt, am Ende einbringen. Soweit zum technischen Ablauf, dann darf ich Ihnen ganz kurz unsere Podiumsgäste vorstellen. Beginnen möchte ich mit Esther Möller. Esther Möller ist Historikerin. Sie hat Geschichte, Romanistik und Philosophie in Mainz und Dijon studiert und wurde dann 2010 an der Jacobs University Bremen promoviert mit der Arbeit Orte der Zivilisierungsmission,
französische Schulen im Libanon 1909 bis 1943. Anschließend war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz tätig und habilitierte sich 2020 an der Universität Mainz mit der Arbeit Claiming Humanitarian Sovereignty in the Middle East, the Egyptian Red Crescent 1940 to 1975. Im Anschluss hatte sie dann die Vertretungsprofessur für neuere und neueste Kulturgeschichte Nordafrikas an der Universität der Bundeswehr in München inne. Und seit 2022 ist sie Alfred Crosser Gastprofessorin bei Sciences Po in Paris. Zu ihren Forschungsschwerpunkten, das ist bereits aus der bisherigen Vorstellung hervorgegangen, gehört die Geschichte Frankreichs, außerdem die Geschichte Nordafrikas und der arabischen Welt des Nahen und Mittleren Ostens sowie die Geschichte der humanitären Hilfe. Aus ihrem breiten Publikationsverzeichnis möchte ich nur drei Titel kurz erwähnen. Ein Sammelband herausgegeben mit Johannes Paulmann und Katharina Stornig mit dem Titel Gender and Global Humanitarianism, Practice, Politics and the Power of Representation, 2020 erschienen. Und exemplarisch zwei weitere Aufsätze, zum einen The Suez Crisis 1946 as a Moment of Transnational Humanitarian Engagement, sowie 2015 erschienen der Beitrag Humanitarismus ohne Grenzen, die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und der Israel-Palästina-Konflikt 1948-49. Zu unserem heutigen Podium Zeitgeschichte hat Esther Möller einen Aufsatz beigetragen mit dem Titel Zwischen Souveränität und Solidarität zur politischen Bedeutung von Hilfe für andere in islamisch geprägten Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg. Schön, dass du da bist, Esther. Ich darf Ihnen nun Manfred Singh vorstellen. Herr Singh ist Historiker und zugleich Islamwissenschaftler. Er hat Islamwissenschaften, Soziologie, neuere und neueste Geschichte an den Universitäten Freiburg und Damaskus studiert. Er wurde dann 2005 im Fach Islamwissenschaften an der Universität Freiburg promoviert, hat anschließend diverse Stationen durchlaufen. Unter anderem war er wissenschaftlicher Referent am Orient-Institut Beirut. Und seit 2013 war er am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz tätig, dem er nach wie vor als assoziierter Wissenschaftler angehört. Derzeit vertritt Herr Singh die Professur für Islamwissenschaft und Geschichte des Islam an der Universität Freiburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört dementsprechend die Geschichte des Islam in der Neuzeit, insbesondere der Islam in Europa, aber auch die Geschichte des Marxismus in der arabischen Welt. Auch aus Ihrer breiten Palette an Publikationen habe ich mir drei Stück ausgesucht, die ich kurz erwähnen möchte. Gewissermaßen frisch aus der Druckerpresse 2022 erschienen die Monographie Arab Feminism and Islamic History, The Transnational Life and Work of Lebanese-Syrian Writer Vida Zakakim. Und zwei weitere Aufsätze, zum einen 2017 erschienen Against All Odds, How to Reinscribe Islam into European History und 2013 erschienen Marxismus in arabischen Ländern, Versuch einer Deprovinzialisierung. Zu unserem heutigen Podium hat Manfred Singh einen Aufsatz beigetragen mit dem Titel Arabische Sozialismen, von antikolonialem Widerstand zu autoritärer Politik, von islamischer Selbstvergewisserung zu postkolonialem Protest. Der dritte im Bunde, Hatem Elisi, den Sie sicher auf dem Programm entdeckt haben, ist Islam- und Rechtswissenschaftler und Experte für Fragen von Islam und Menschenrechten. Zu unserem großen Bedauern musste Herr Elisi heute krankheitsbedingt absagen. Ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass wir hier als Dreiergespann auf dem Podium eine interessante und spannende Diskussion hinlegen werden.
Damit möchte ich direkt in die Diskussion einsteigen und möchte vielleicht beginnen mit einem Blick auf die Rolle des Islam im sehr weiten Forschungsfeld der Geschichte von Solidaritätsbewegungen, humanitärer Hilfe und Menschenrechten, die in den letzten Jahren ja einen regelrechten Boom erlebt hat. Dabei werden diese Themen in sehr vielen Arbeiten überwiegend westlich und europäisch gedacht, etwa auch, wenn wir uns Studien zur Geschichte internationaler Hilfsorganisationen nach dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Esther, du hast dich in deiner Habilitation und auch weiteren Arbeiten intensiv mit Hilfsorganisationen in arabisch-islamischen Ländern des Nahen Ostens befasst, insbesondere mit Ägypten. Welche humanitären Organisationen spezifisch islamischer Prägung gab es denn dort nach dem Zweiten Weltkrieg und an welche vielleicht auch weiter zurückreichenden Traditionen islamisch-arabischer Wohltätigkeit konnten Sie bei Ihrer Arbeit anknüpfen? Ja, in der Tat hat die historische Forschung zu humanitärer Hilfe, die westlich orientierte historische Forschung zu humanitärer Hilfe, ist lange von einer Perspektive ausgegangen, die Hilfe vor allem vom From the West to the Rest, also vom Westen zum Resten der Welt wahrgenommen hat. Und da diese Hilfe in erster Linie sehr, also in den ersten Jahren, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, auch sehr positiv dargestellt hat, dann gab es einen Wandel, sodass man auch kritischer auf die Arbeit dieser Organisationen geschaut hat. Und lange Zeit wurde aber, wie du auch schon gesagt hast, ganz vergessen oder ignoriert, dass es auch im Nahen Osten selbst viele Hilfsorganisationen gab. Und diese waren zum einen schon im 19. Jahrhundert entstanden. Insbesondere im späten 19. Jahrhundert hatten sich viele Hilfsorganisationen entwickelt, die sich entweder einer bestimmten religiösen Zugehörigkeit zugeschrieben haben, also beispielsweise islamisch oder auch jüdisch, christlich oder sich dezidiert säkular gegeben haben und die nationale Idee im Vordergrund in den Vordergrund gestellt haben. Und in der Tat griffen viele dieser Organisationen auch auf lange zurückliegende Diskurse und auch Praktiken von Wohltätigkeit zurück. Im Islam ist die Wohltätigkeit, das Almosen geben, ja eine der fünf Säulen des Islam, und es gibt auch schon im Grunde seit der Zeit des Propheten eine Tradition von religiösen Stiftungen, beispielsweise den sogenannten Awqaf, und auf diese Tradition griffen sie zurück, versuchten aber auch neue Modelle zu entwickeln und insbesondere dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden auch weitere Hilfsorganisationen entweder islamischer Prägung, beispielsweise die entstanden schon vor dem Zweiten Weltkrieg, die Muslimbrüderschaft, 1928 gegründet, die sich auch stark wohltätig engagiert hat, aber dann eben auch andere Organisationen, beispielsweise die Rot-Halbmond-Gesellschaften oder im Falle des Libanons das libanesische Rote Kreuz, und die also eine ganz wichtige Rolle auf nationaler, aber auch auf regionaler und eben auch auf internationaler Ebene gespielt haben. Danke. Du hast den Roten Halbmond und die Muslimbruderschaften angesprochen, die ja insbesondere auch in Ägypten eine wichtige gesellschaftliche, aber auch politische Funktion innehatten. Inwieweit würdest du sagen, spielte der Islam tatsächlich als normatives Ordnungskonzept für diese beiden Organisationen eine Rolle, und wo liegen vielleicht auch die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Organisationen, aber auch zu westlich geprägten Hilfsorganisationen, die sich eben beispielsweise auf westliche Traditionen von Menschenrechten beriefen? Mhm. Ja, also Wenn man jetzt speziell das Beispiel der Muslimbrüderschaft und des ägyptischen Roten Halbmonds nimmt, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe, dann fällt auf, dass es, was den Islam als Ordnungskonzept angeht, zu Beginn
des Roten Halbmonds da große Gemeinsamkeiten gab, die sich aber im Laufe der Jahrzehnte der Entwicklung dieser Organisation doch verändert haben. Beide sind zu Beginn ihrer Gründung, also sind zu Beginn ihrer Aktivitäten sehr stark vom Islam als Ordnungskonzept ausgegangen. Und auch der ägyptische Rote Halbmond beispielsweise, der 1911-12 während des italienisch-osmanischen Krieges im heutigen Libyen gegründet wurde und speziell auch mit dem Auftrag, den muslimischen osmanischen Soldaten zu helfen, hatte also laut seinem Gründer Sheikh Ali Yusuf das panislamische und auch gleichzeitig antikoloniale Element als festen Bestandteil inne. Und ähnlich war es auch bei den Muslimbrüdern, die den Islam sowohl als Ziel als auch als Quelle ihrer Tätigkeit und eben auch ihrer wohltätigen Tätigkeiten gesehen haben. Und während sich das bei der Muslimbrüderschaft sehr stark gehalten hat, ist es im Falle des ägyptischen Roten Halbmonds, hat es sich verändert. Und ich würde sagen, dass im Laufe der Jahrzehnte der Weiterentwicklung dieser Organisation der Islam eher ein kultureller Referenzpunkt wurde. Zwar hat die Organisation zu bestimmten religiösen Festen, beispielsweise zum Ramadan oder auch zum Zeitpunkt der Pilgerreise nach Mekka, bestimmte Aktivitäten besonders gefördert, also beispielsweise das Sammeln von Spenden oder ähnliches, aber in ihrer Sprache oder in ihren in ihren Ansprachen, aber auch in ihren internationalen Verflechtungen haben sich die Mitglieder doch sehr stark eher säkular orientiert. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auf diesen scheinbaren oder tatsächlichen Gegensatz zwischen säkularen und religiösen Kräften nochmal zurückkommen und das Ganze mit einer Frage an Herrn Singh verbinden. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, also dem Zeitraum, mit dem wir uns heute befassen, hatte ja in der Region des Nahen und Mittleren Ostens eine Ideologie einigen Zulauf, die sich dezidiert säkular versteht. Die Rede ist vom Sozialismus, den wir zunächst natürlich im sowjetisch beherrschten Ostblock und in China verorten, der aber eben auch im Nahen und Mittleren Osten Zulauf hatte. Herr Singh, wie passt es zusammen? Die dezidiert säkulare Idee des Sozialismus einerseits und der Islam als wichtiges religiöses, kulturelles, aber eben auch politisches Fundament nahöstlicher Gesellschaften andererseits. Ja, da stellen Sie mir eine große Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Weil man könnte jetzt zum einen sagen, praktisch passt das eigentlich gar nicht zusammen. Auf der anderen Seite kann man auch in die Richtung gehen und die Überschneidungspunkte auflisten. Ich würde mal so anfangen zu sagen, warum es nicht zusammenpasst, ist ja klar, also weil das halt eine säkulare Ideologie ist, die eigentlich so einen Blick auf Religion und auf die traditionelle Gesellschaft hat, also die Anhänger dieser Ideologie haben einen Blick auf die traditionelle Gesellschaft als etwas Rückständiges, was reformiert werden muss. Religion, was so in die Tendenz von Aberglaube geht, was sich irgendwann überleben wird, wenn der Sozialismus sich verbreitet, etc. Ja? Von daher gibt es da natürlich ein Spannungsfeld wir haben dann auch verschiedene Rechtsgutachten, also das erste islamische Rechtsgutachten gegen den Bolschewismus stammt schon von 1919, wo eben der Bolschewismus dann verurteilt wird, ja. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir immer wieder diese Rechtsgutachten, also auch von der Azhar-Universität in Ägypten, natürlich auch aus Saudi-Arabien, auch im Irak, also ganz verschiedene Gutachten, wo halt immer betont wird, dass der Sozialismus oder der Kommunismus so eine materialistische Idee ist, was den Menschen eben auf so eine materielle Hülle reduziert oder die Gesellschaft natürlich auch.
und sich eben gegen Religion und gegen Gott wendet sozusagen. Und dann gibt es dann so sogar so Rechtsgutachten, wo dann drin steht, deswegen darf ein Muslim keinen Christen heiraten, also dürfen Muslime, also Musliminnen keine Kommunisten heiraten, weil das nicht passt. Es gibt ja auch traditionellerweise diese Auslegung, dass Musliminnen keine Christen oder Juden heiraten dürfen, und daraus wurde dann gefolgt, ja, wenn das schon verboten ist, ja, wie mehr ist dann, muss dann ein Verbot einer Heirat mit einem Marxisten oder Kommunisten möglich sein. Ja, das wurde daraus dann so abgeleitet in den 60er Jahren, aus den 60er Jahren stammt dieses Gutachten. Und witziger aus Ägypten auch. Und witzigerweise ist das ein Gutachten, das erlassen wurde, als der arabische Sozialismus um sich gegriffen hat. Und Gamal Abdel Nasser, der ägyptische Präsident, so eine Kehrtwende zu Moskau außenpolitisch gemacht hat und innenpolitisch quasi zum Sozialismus. Aber der Unterschied war, das war eben ein arabischer Sozialismus, und das hat sich gleichzeitig auch gegen den Kommunismus gewendet, und die arabischen Kommunisten wurden dann im großen Stil verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und gezwungen, ihre Partei aufzulösen, wenn sie nicht verhaftet worden sind, und dann sich der Einheitspartei anzuschließen. Und viele Kommunisten fanden das eigentlich auch okay, was also natürlich nicht das Verbot oder die Inhaftierung, aber den Kurs zum Sozialismus und die Anlehnung an die Sowjetunion. Also das wird ja allgemein dann immer so als der autoritäre Handel beschrieben, den also nicht nur die Kommunisten eingegangen sind, sondern auch die Gesellschaft an sich. Also für eine Fortschrittsideologie, für eine Entwicklungsdiktatur die Sicherheit, also die Sicherheit nehmen und dafür die Einschränkungen der politischen Freiheiten zu akzeptieren. Und das haben dann die Kommunisten vorgemacht, so indem sie sich dann freiwillig aufgelöst haben und das akzeptiert haben und gesagt haben, ja, das ist das geringere Übel, aber es geht um den gesellschaftlichen Fortschritt hier, da müssen wir uns halt unsere Partei auflösen. Und der arabische Sozialismus zeichnet sich nun eben dadurch aus, dass er kein Sozialismus ist, der einen Klassenkampf predigt. Also das hat zum Beispiel Nasser ganz klar gesagt, kein Klassenkampf. Auch die Religion nicht ablehnt und auch nicht auf den Materialismus so abhebt. Also auf den Atheismus, nicht auf den Atheismus verpflichtet. Und das sind ja die drei Hauptkritikpunkte der Religionsgelehrten immer gewesen. Also Klassenkampf hat so den Beiklang von Fitna, also von politischer Anarchie. Das ist so ein Schreckgespenst aus der Frühzeit des Islams, als es so Kämpfe gab. Und das wurde dann damit assoziiert. Also deswegen ist Klassenkampf also aus islamischer Sicht etwas Negatives. Und genauso eben die Ablehnung von Atheismus wurde im arabischen Sozialismus auch nicht verpflichtend, sondern Abdel Nasser hat ja unter anderem gesagt, Mohammed war eigentlich der erste Sozialist der Weltgeschichte, weil er soziale Gerechtigkeit erstreben wollte. Also wir haben dann so in den 60er Jahren so Rechtsgutachten gegen den Kommunismus, aber gleichzeitig begrüßt dann auch der Rektor der Azhar, also der größten sunnitischen Universität in Kairo, begrüßt dann den arabischen Sozialismus und sagt, dass das wäre mit dem Islam vereinbar. Also das ist so eine klare Trennlinie zwischen Kommunismus, was nicht geht, ja, und also eine atheistische, materialistische Ideologie und einem arabischen Sozialismus, der eben nicht sich dem Atheismus verpflichtet und die eigene Kultur achtet und die eigene Kultur achtet und auch den Klassenkampf ablehnt. Von der Baath-Partei, von der syrischen Baath-Partei gibt es schon in den 40er Jahren, also Anfang der 40er Jahre, Aussagen, dass sie sich gegen die Kommunisten wenden und sagen, ja,
statt im Koran zu lesen, lesen die im Kapital und die haben Marx als ihren Propheten und nicht Mohammed als ihren Propheten. Also das sind im Prinzip säkulare Nationalisten, genauso wie die Nasseristen sind es säkulare Nationalisten. Aber sie betonen eben so, dass man so eine arabische Kultur als Grundlage hat, die eben auch islamisch gefärbt ist, ja. Und von Abdel Nasser gibt es ja auch diese Idee der drei Kreise, also dass man Ägypten sich vorstellt als Land erstmal, als Nation, als eine speziell ägyptische Nation, die panarabisch natürlich verbunden ist mit den anderen arabischen Ländern. Und dann gibt es noch den islamischen Kreis, der eben verbunden ist mit den islamischen Ländern. Also deswegen gibt es hier dann diese Überschneidungen zum Islam und auch zur Religion. Und das, was scheinbar nicht zusammenpasst, hat dann doch so Überschneidungspunkte verschiedener Art. Ja, vielen Dank. Vielleicht im Anschluss daran, an dich ist dann eine Frage, die sozusagen auch in forschungspraktische Richtung geht. Wir haben jetzt von arabischem Nationalismus, von arabischen Ländern gesprochen. Dann spricht man häufig von der islamischen Welt oder islamisch geprägten Ländern der Region. Es gibt in der Forschung auch den Begriff MENA, also Middle East and North Africa. Du bist ja seit Jahren sozusagen mit deiner Forschung in dieser Region beheimatet. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Welche Begrifflichkeit bietet sich an? Kommt man aus diesem Dilemma raus, mal von arabisch-islamisch geprägten Ländern zu sprechen, dann eher auf die Geografie abzuzielen? Die islamische Welt selbst ist ja sehr viel größer als nur die Region des Nahen und Mittleren Ostens. Wie schätzt du das ein? Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige und auch sehr herausfordernde Frage, die ich mir jedes Mal, wenn es um eine neue Publikation oder einen Vortrag geht, wieder stelle. Und weil eigentlich jede Bezeichnung ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile hat. Und beispielsweise der Begriff des Nahen oder Mittleren Ostens sehr stark die westliche oder sogar auch kolonialistische Perspektive noch beinhaltet, weil er eben in der Zwischenkriegszeit von britischem Militär entworfen wurde und sehr stark den Nahen Osten als Mittleren Osten und Nahen Osten zwischen Europa und Indien beispielsweise oder Asien sieht. Und der Begriff hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass man die Region eben nicht nur auf, wenn man jetzt von arabischer Welt spricht, auf die arabische Sprache beschränkt, sondern es auch möglich ist, Israel, den Iran oder die Türkei mit einzubeziehen, was wieder für den Begriff des Nahen oder Mittleren Ostens spricht. Die arabische Welt als Begriff, habe ich gerade schon genannt, hat den Vorteil, dass sie sehr stark von der Wahrnehmung, vor allem von der Zeit so um dass die Mitte des 20. Jahrhunderts und einige Jahrzehnte ausgeht, die arabische Sprache und Kultur als einigendes Moment betont hat, insbesondere dann entweder arabische Nationalisten oder ähnliche Vertreter. Und dann gibt es in der Tat den Begriff MENA, Middle East, North Africa, der versucht, oft doch immer noch existierende Unterscheidung vom mittleren Nahen Osten auf der einen Seite und Nordafrika oder den Maghreb-Staaten, Algerien, Tunesien, Marokko auf der anderen Seite stärker miteinander zu verbinden. Und dann gibt es natürlich auch die arabischen Begriffe, die man hier verwenden könnte, also beispielsweise vom Maghreb als dem Ort des Westens zu sprechen oder dem Maschrek als dem Ort des Ostens. Das hat auch viele Vorteile, dort diese Begriffe dann zu verwenden. Und dann gibt es aber auch Forschende, die beispielsweise den Begriff des östlichen Mittelmeerraums nehmen, also des Eastern Mediterranean beispielsweise, um dann auch nochmal stärker die Verbindung oft aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, die über das Osmanische Reich gehend und die sich oft wandelnden Grenzen zwischen Europa und dem Nahen Osten beispielsweise aufzulösen und zu betonen. Also es gibt sehr viele Begriffe und wahrscheinlich muss man sagen,
ist es wichtig, immer zu erklären, warum man welchen Begriff benutzt. Das versuche ich dann zu machen. Und sich zu fragen, um welchen Gegenstand geht es gerade und in welchem Kontext macht es mehr Sinn, von arabischer Welt oder beispielsweise vom Nahen Osten zu sprechen. Herr Singh, wollten Sie direkt dazu? Bitte schön. Ja, vielleicht nochmal als Ergänzung dazu, dass das Problem von all diesen Begriffen ist, dass sie immer so einen Raum als Container sich vorstellen, also in dem dann die Araber oder der Islam oder die islamische Kultur dann hineingeworfen wird. Auch so ein Begriff wie MENA zum Beispiel, der ja als reine geografische Bezeichnung fungiert, der übersieht dann zum Beispiel auch Zentralasien zum Beispiel. Das ist da nicht mit drin, ja. Und was wir eigentlich brauchen, ist ein viel besseres Verständnis dafür, dass die Regionen in sich multireligiös sind, multiethnisch, multinational, also ziemlich bunt durchmischt, also je nachdem, wo man hinschaut und auch sehr unterschiedlich von ihrer Kultur und Politik her, auch von ihrer Geschichte her, und dass sie auch verflochten sind, also dass sie über die Region hinaus verflochten sind. Und das kommt bei diesen Begriffen alles ein bisschen zu kurz und hängt auch dann mit dem Problem zusammen, dass man also so denkt, der Islam kann in so einen Raum abgeschoben oder eingebettet werden irgendwie. Also könnte man auch sagen, Fernand Braudel, ja, in seiner Mittelmeerstudie, so das Standardwerk oder der Klassiker, jetzt nicht, ja, der Klassiker, ja, hat ja auch so eine ganz, ganz enge Verbindung von Raum und Kultur, also dass Kulturen in Räumen verwurzelt sind. Und da kommen natürlich mehr oder weniger immer deutlich heraus, dass der Islam eigentlich gar nicht in den Mittelmeerraum gehört, ja, weil da vorher eine lateinische Kultur war. Und dass also der französische Kolonialismus eigentlich ganz, ganz in Algerien zum Beispiel ganz recht und gut tut, sich dieses Land wieder anzueignen. Also diese Vorstellung, dass so ein bestimmter Raum fest verwurzelt mit so einer Kultur fest verwurzelt ist, von dieser Vorstellung müssen wir wegkommen sozusagen. Das ist auch so ein Punkt, der mir auch wichtig ist, wenn ich jetzt über Sozialismus, Marxismus und ideengeschichtliche Sachen zum Beispiel so rede, dass man eben genau diese Verbindungen sieht und dann auch sieht, dass diese Entwicklungen also nicht isoliert vor sich gehen, sondern auch in engem Austausch, auch was Esther Möller berichtet über die Halbmond, wo die Halbmondgeschichten Rotkreuzgesellschaften, Rot-Halbmond-Gesellschaften und Rotkreuzgesellschaften, ist natürlich auch eine Geschichte der Verflechtung. Also, und ich glaube, das ist ein Punkt, den man so hier nochmal unterstreichen muss und wo also so Raumkonzepte eigentlich immer ein Problem halt mit sich bringen, wo man, wie Esther Müller ja richtig sagt, erstmal erklären muss, warum man welchen Raumbegriff überhaupt benutzt, ja, und auch immer vorsichtig sein muss, welches Gepäck man damit sich einhandelt, ja. Also das ist immer mit zu reflektieren. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sowohl die transregionale Verflechtungsdimension immer mitzudenken, als auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen, lokal, national, regional und global. Wenn wir den Blick jetzt auf die globale Ebene richten, in dem Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg, so sind es natürlich vor allem zwei große strukturelle Konfliktlinien, die hier von Bedeutung sind für die internationale Politik. Zum einen der Kalte Krieg und zum anderen der Prozess der Dekolonialisierung. Vielleicht, Herr Singh, direkt an Sie nochmal die Frage, wie schätzen Sie das ein? Welche Bedeutung
haben diese beiden strukturellen Konfliktlinien für das Verhältnis von Islam und arabischem Sozialismus in dieser Region, die wir uns heute anschauen? Und wie spielt da der Nationsgedanke hinein? Sie haben es vorhin schon angerissen, Stichwort arabischer Nationalismus. Vielleicht können Sie das nochmal stärker gewichten. Welche Rolle spielen diese beiden Konfliktlinien und welche Rolle spielt der Gedanke Nation in dieser Region des Nahen und Mittleren Ostens oder wie auch immer wir ihn bezeichnen möchten? Ja, die beiden Konflikte, der Kalte Krieg und die Dekolonialisierung, sind natürlich sehr prägend für die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Also vor allem, weil die Idee der Bewegung der blockfreien Staaten ist ja spätestens mit den 60er Jahren in so eine Krise geraten und konnte diese Neutralität zwischen den Blöcken nicht aufrechterhalten. Und da haben sich dann die meisten Staaten dann für eine Seite im Kalten Krieg entschieden. Die Konfliktlinie, die sich dann speziell nach 1967 entwickelt hat, war eigentlich so eine Konfliktlinie zwischen den, also jetzt, wenn wir die arabische Welt anschauen, zwischen den arabischen Republiken und den arabischen Monarchien, wo die Monarchien eher die Monarchien pro westlich waren und die arabischen Republiken zur UdSSR neigten und dann eben auch diesen arabischen Sozialismus angenommen haben. Und da war natürlich auch die Dekolonialisierungsrhetorik ganz stark beheimatet war auch mit einer der Gründe, warum der Marxismus oder Kommunismus, also warum diese linken Bewegungen insgesamt, ob sie sich jetzt marxistisch oder kommunistisch oder arabisch-sozialistisch bezeichnen, warum die so einen großen Zulauf hatten, weil die eben als besonders radikal in der Ablehnung von Kolonialismus und Imperialismus galten. Und da gab es eben auch diese Überlagerung, dass man da natürlich mit den Nationalisten sich gesehen hat, auch wenn man oft dann in Konflikt über die Prioritäten geraten ist, also was jetzt die Priorität hat, also der Entkolonisierungskampf oder der Kampf gegen den Faschismus in den 30er Jahren zum Beispiel. Oder halt auch die Frage nach dem Kampf gegen Israel. Waren die arabischen kommunistischen Parteien natürlich durch die UdSSR insofern gehemmt erstmal, weil die UdSSR ja Israel anerkannte und auch den UN-Teilungsplan von 1947 anerkannt hatte, was bei den arabischen Kommunisten jetzt nicht unbedingt auf Zustimmung stieß. Aber im Großen und Ganzen haben die Parteien diese Linie dann doch mitgetragen bis 1967 eben. Da hat sich ja weltweit dann auch die Situation verändert, dass die radikalen Gruppen die linksradikalen Gruppen deutlich anti-israelisch geworden sind und auch die moderaten linken Gruppen israelskeptisch geworden sind, wenn sie vorher israelfreundlich waren. Dann hat sich viel von dieser antikolonialen Rhetorik hat sich auf das Thema Palästina fokussiert, in Palästina dann die Entkolonisierung erreichen könne. Vorher war eigentlich der springende Punkt der Befreiungskrieg in Algerien. Der hat die arabische Öffentlichkeit in den 50er, 60er Jahren sehr stark beschäftigt. Und das habe ich ja versucht, dann in meinem Artikel auch zu beschreiben, wie diese antikoloniale Rhetorik auch die Übersetzung dann von Frantz Fanon von Algerien
dann nach Syrien und dann nach Palästina gekommen ist. Also und dann da auch so eine bestimmte ja, Rhetorik und auch eine bestimmte ja, eine Zustimmung zum bewaffneten Kampf dann halt unterstützt hat. Was war Ihre zweite Frage? Die beiden Punkte habe ich jetzt gesagt, Kalter Krieg und Dekolonisierung. Genau. Und der Nationsgedanke. Der Nationsgedanke spielt dabei natürlich eine schwierige Rolle, weil die meisten Staaten, gerade jetzt im Maschrek eben, künstliche Grenzen sind. Also die ganzen Staaten, die wir heute als Libanon, Syrien, Jordanien, Irak, Palästina bezeichnen, auch dann die Ölmonarchien am Golf, außer Saudi-Arabien. Das sind alles Grenzen, die von kolonialer Hand gezeichnet worden sind und die auch vorher im Osmanischen Reich nicht so vorhanden waren. Und von daher gab es dann unterschiedliche Vorstellungen, wie denn die Nation aussehen soll, ob es eine großsyrische Nation sein soll, ob der Libanon ein kleiner Staat sein soll für sich oder ob er in einen großsyrischen Staat eingemeint werden soll, wie groß dieser großsyrische Staat sein soll oder ob es überhaupt einen panarabischen Staat geben soll, wo alle Länder dann zusammen sind und je nachdem welche unterschiedliche Gruppen haben eben dann unterschiedliche Ideen zur Nation entwickelt und unter anderem auch um die eigene Macht im Kampf gegen Gegner abzusichern. Also die panarabische Rhetorik war oft auch ein Mittel, in der Region dann Freunde und Unterstützung zu sichern, wenn die eigene Herrschaft im Land selber instabil war. Ja, das war auch ein wichtiger Umstand für solche Ideen. Und andere Ideen wie so ein, ja, also die ganzen Vereinigungsprojekte sind ja letztlich gescheitert und die Länder sind dann in diesen quasi, kann man sagen, in den kolonialen Grenzen ja unabhängig geworden. Und die Rhetorik, also oder auch viel Rhetorik, aber auch viel reale Politik hat sich dann darauf in den folgenden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg damit beschäftigt, wie man diesen Zustand verändern kann, wie man Bündnisse schaffen kann, wie man Einheiten erzeugen kann. Aber letztlich sind diese Einheitsversuche gescheitert, aber es gibt natürlich schon überregionale Gremien, die eben versuchen, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu verhindern, nicht zu verhindern, zu verbessern und zu integrieren. Das Problem ist halt oft das, dass sich die Konfliktlinien, also zum Beispiel zwischen den Republiken und den Monarchien so, dass die sich immer wieder an so ganz konkreten Punkten entzündet haben und dann diese Kooperation dann oft nicht sehr nicht sehr schlagkräftig geworden ist, weil man sich einfach nicht auf einen Kompromiss einigen konnte. Vielen Dank soweit. Ich würde das gerne aufgreifen und an dich, Esther, weiterspielen. Diese verschiedenen Ebenen zwischen Nation, Region, lokalen und globalen Fragen sind ja für die Geschichte humanitärer Hilfsorganisationen
sehr wichtig, die immer auch ideologischer Einflussnahme und machtpolitischen Rivalitäten ausgesetzt sind. Wie würdest du denn diese unterschiedlichen Ebenen gewichten, vom globalen bis zum lokalen, für die praktische Arbeit islamischer Hilfsorganisationen vor Ort? Was waren hier die wesentlichen Einflussfaktoren? Vielleicht könntest du das anhand von ein paar Beispielen etwas gewichten, auch hinsichtlich der Frage, ob es hier Unterschiede zu spezifisch säkular und westlichen orientierten Hilfsorganisationen im Vergleich zu islamischen gab. Wie würdest du das einschätzen? Ja, gerne. Ganz viel von dem, was Manfred Singh gerade gesagt hat, kann man eigentlich auch für die humanitären Hilfsorganisationen sehen und beispielsweise auch der Einfluss des Prozesses der Dekolonialisierung, aber auch des Kalten Krieges. Beide haben in der Zeit nach 1945 ganz, ganz stark die Arbeit der humanitären Organisationen geprägt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch wichtig und sinnvoll, diese Geschichte der humanitären Hilfsorganisationen wirklich, wie du gerade gesagt hast, von der lokalen bis zur internationalen Ebene zu untersuchen und da deutlich zu machen, welche Rolle humanitäre Hilfe gespielt hat, also auf der lokalen Ebene. Und da knüpfe ich nochmal an die Frage von ganz zu Beginn an, auch welche Unterschiede es zwischen westlichen und eher arabischen oder islamisch geprägten Organisationen gab. Auf der lokalen Ebene war natürlich humanitäre Hilfe oder Wohltätigkeit auch ein ganz wichtiges Mittel, um sich selbst als religiös oder moralisch guter Mensch darzustellen innerhalb der eigenen Gemeinschaft, um auch seine Position in einer sozialen Gesellschaft zu betonen. Also es gibt Forschung beispielsweise zu Ägypten, die das sehr deutlich zeigen, dass Hilfe für andere auch immer ein Mittel war, seine eigene Position, insbesondere wenn in der Elite, aber dann auch in der entstehenden Mittelklasse zu stärken, indem man sich um andere Arme weniger Privilegierte kümmern konnte. Also das spielt auf der lokalen Ebene eine wichtige Rolle, aber eben auch auf der nationalen. Und ich würde sagen, dass im Prozess der Dekolonisation, aber auch des Nationalismus, der die arabische Welt ja auch geprägt hat, humanitäre Hilfe auch eine Möglichkeit war, das eigene Land als souverän und als der Hilfe für andere fähig darzustellen. Und da spielt natürlich der Kolonialismus und dann die Dekolonisation eine ganz wichtige Rolle. Also Kolonialismus sowohl als Motiv oder Dekolonisation als Motiv, aber auch als Ziel dieser humanitären Hilfe. In vielen Ländern des Nahen Ostens, das hatten wir ja gerade schon gehört, herrschten koloniale Strukturen bis zum Zweiten Weltkrieg und viele wohltätige Organisationen waren zunächst französischer, britischer, italienischer oder anderer Herkunft, haben sich aber selber dann als ägyptische Wohltätigkeitsorganisationen dargestellt. Aber den wirklichen Ägypterinnen und Ägyptern oder Libanesen, Algerierinnen nicht die Möglichkeit zur wohltätigen Hilfe gegeben. Und so war das dann auch eine Möglichkeit, eben zu sagen, wir wollen nicht mehr das Hilfsobjekt von anderen sein, sondern wollen selber Hilfe für andere leisten und unsere Nation als der Hilfe fähig und mächtig darstellen. Und das ging aber dann auch über das Nationale hinaus, sowohl innerhalb der arabischen Welt, da kann man als Beispiel vielleicht die schon genannten, das genannte Beispiel von Palästina nennen, nach dem Krieg, Israel-Palästina-Krieg von 1948, gab es halt sehr viele palästinensische Geflüchtete, die sich in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens da niedergelassen haben. Und da gab es beispielsweise vom ägyptischen Roten Halbmond gemeinsam mit der Arabischen Liga initiiert ein regionales Hilfskomitee für diese palästinensischen Geflüchteten, die dann ihrerseits gemeinsam mit den Vereinten Nationen und der UNRWA Abkommen geschlossen oder Vereinbarungen getroffen haben, wie man mit den palästinensischen Geflüchteten umgehen kann, wie man ihnen helfen kann, wo man sie unterbringen kann. Und sodass also auf der regionalen und dann sogar aber auch auf der internationalen Ebene diese Organisationen eine Rolle gespielt haben. Und da kann man vielleicht nochmal das Beispiel jetzt eher aus der westlichen arabischen Welt, aus dem Maghreb nennen. Ist kürzlich
kürzlich ein Artikel erschienen zu den algerischen Geflüchteten im Kontext des algerischen Unabhängigkeitskrieges. Und die tunesischen und marokkanischen Regierungen, ihrerseits gerade unabhängig geworden, haben dann diese Hilfe für die Geflüchteten zum einen, das hatte ich schon gesagt, als Zeichen ihrer eigenen Souveränität betont, aber konnten damit dann auch auf internationaler Ebene die Gesetzgebung zu den Geflüchteten, also beispielsweise die Genfer Konvention von 1951, konnten dazu beitragen, dass diese verändert wurde und sich eben der Begriff des Geflüchteten nicht nur weiterhin stark auf Europa konzentrierte, sondern auch noch eine globale Dimension bekommen hat. Sodass man also wirklich sagen kann, dass humanitäre Hilfe von der lokalen bis zur internationalen Ebene eine große Rolle gespielt hat. Ja, vielen Dank. Einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, den ich jetzt gegen Ende doch noch gerne aufgreifen würde, an Sie, Herr Singh, gerichtet. Wir hatten über Sozialismus in der arabisch-islamischen Welt im weitesten Sinne gesprochen. Wie sieht es denn mit der Demokratie und dem Islam aus? Sie haben sich ja verschiedentlich damit auch befasst. Passt Demokratie und Islam zusammen? Ich weiß, es ist ein großes Thema. Dazu könnte man eine eigene Podiumsdiskussion machen. Vielleicht können Sie in aller Kürze ein, zwei Einschätzungen zu diesem Thema noch abgeben. Denn in dem Zeitraum, den wir uns anschauen, spielt ja nicht nur der Sozialismus, sondern natürlich auch die Demokratie westlicher Prägung als ideologisches Konstrukt eine Rolle, die auch in dieser Region durchaus wahrgenommen wurde. Also ich muss jetzt werde ich Sie wahrscheinlich überraschen mit meiner Antwort, aber ich werde jetzt so rum anfangen, dass ich sage, eigentlich bringt uns diese Diskussion darüber, ob Islam und Demokratie vereinbar sind, eigentlich nicht besonders viel oder eigentlich gar nichts, ja, weil wir haben ganz viele unterschiedliche Gruppierungen, auch Intellektuelle, die einen sagen ja, die einen sagen nein, die anderen sagen na vielleicht so. Und das ist eigentlich nicht besonders zielführend, weil da natürlich dann immer unterschiedliche Konzepte herangezogen werden. Es war also zum Beispiel schon im 19. Jahrhundert fängt diese Diskussion an, dass man diesen klassischen Begriff der Shura, also des Beratungsgremiums, benutzt aus der frühislamischen Zeit, um dann so für repräsentative Demokratie zu argumentieren. Und später im 20. Jahrhundert verändert sich das dann eher dahingehend, dass Shura benutzt wird, um zu sagen, ja, wir haben was Besseres als repräsentative Demokratie. Ja, das ist viel effektiver. In Wirklichkeit, denke ich, ist jetzt nicht die Frage, ob, also es wird natürlich nach wie vor darüber diskutiert, aber weil wir haben eigentlich seit Jahrzehnten eigentlich jetzt diese Literatur, die zeigt, ja, es gibt eigentlich keinen Hinderungsgrund, warum es keine Demokratie in islamischen Ländern oder bei Gesellschaften mit muslimischer Mehrheitsbevölkerung gibt. Es gibt keine Regelung, die dagegen spricht, sozusagen, ja. Und es ist einfach eine Frage der Praxis, ja, also wie die Praxis umgesetzt wird. Und wir haben nach der Entkolonisierung haben wir in allen, also in vielen, nicht in allen, aber in vielen Ländern, so arabischen Ländern, dann so eine kurze Verfassungsphase, wo die Verfassung geschrieben wird, wo dann auch Parlamente eingerichtet werden, die dann auch und auch gewählt wird, so, ja, also und irgendwann aufgrund von Krisensituationen kippt das dann, und die Hauptkrisensituation, die wir haben, ist eigentlich Intervention und Krieg. Also die drei Hauptfaktoren, die verhindern, dass es zur Demokratisierung gekommen ist, also sind
Interventionen von außen und Krieg, Kriege, die geführt werden. Der Ölreichtum, der verhindert, dass die Bevölkerung partizipiert. Sie wird einfach mit dem Ölreichtum beglückt sozusagen. Der dritte Punkt war einer, der mir jetzt entfallen ist, dummerweise. Gar kein Problem, Sie können gerne weiter drüber nachdenken. Ich würde und eingreifen, wenn es Ihnen einfällt. Ich würde vielleicht gerne an Sie beide nochmal zum Abschluss, bevor wir fürs Podium öffnen, fürs Publikum öffnen, Entschuldigung, Sie nochmal fragen, mit Blick auf das Gesamtthema des Podiums, wo Sie denn die größten Potenziale eines solchen interdisziplinären Gesprächs zwischen Islamwissenschaften und Geschichtswissenschaften sehen. Welche Fragestellungen, welcher Themen sollte sich die Forschung künftig vielleicht verstärkt annehmen aus Ihrer persönlichen Sicht? Und wie verstärken wir diesen interdisziplinären Dialog vielleicht künftig? Ich weiß nicht, Esther, möchtest du vielleicht anfangen? Ja, das kann ich gerne machen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Dialog weiter verstärkt und fortgeführt würde, weil ich glaube, dass beide Seiten sehr voneinander profitieren würden. Ich kann das vielleicht mal mit Beispiel auf den Bereich jetzt der humanitären Hilfe sagen, mit dem ich mich etwas besser auskenne. Hier glaube ich, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, dass beide Seiten einander brauchen, also die Forschung zu internationalen Organisationen, beispielsweise Hilfsorganisationen, ist darauf angewiesen, Forschung zu den Gesellschaften zu haben, in denen diese internationalen Organisationen sich engagiert haben, interveniert sind, wie auch immer man es genau ausdrücken möchte. Und damit deutlich wird, dass diese Organisationen, internationalen Organisationen, eben nicht auf ein leeres Feld treffen, sondern auf Menschen und Gesellschaften, die oft mit genau denselben Aspekten schon ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, sei es mit Wohltätigkeit und humanitärer Hilfe, sei es mit Gesundheit oder Arbeit. Und erstaunlicherweise gibt es beispielsweise zur Geschichte internationaler Organisationen im Nahen Osten relativ wenig Forschung. Also weder zum Beispiel zur ILO oder zur WHO und diesen Organisationen und inwiefern die halt nicht nur eine Nahostpolitik oder ein Nahostengagement hatten, und viele hatten das nach dem Zweiten Weltkrieg, weil, wie wir schon gehört haben, diese Region leider oft auch sehr von vielen Krisen geschüttelt war. Aber also nicht nur diese Interventionen oder Aktionen selber, sondern eben auch die Wahrnehmung und die Zusammenarbeit mit den Gesellschaften in den einzelnen Ländern. Dazu gibt es erstaunlich wenig Forschung, und ich glaube, dass was wäre ein Thema, wo auch beide Seiten sehr voneinander profitieren könnten, auch insbesondere mit Sprach- und Archivkenntnissen. Wenn wir von Globalgeschichte ausgehen, geht es ja eher auch um eine Methode und darum, das zu versuchen, einen Gegenstand aus ganz verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Also wenn es um internationale Organisationen geht, die Archive der internationalen Organisation, sei es in Genf, New York oder anderswo, braucht eben auch eine Expertise der Archive, der Gesellschaften und damit auch der Sprachen vor Ort. Und deswegen glaube ich, dass beide Seiten sehr voneinander profitieren würden. Und ein anderes Forschungsfeld, das mir in diesem Zusammenhang auch wichtig erscheint und wenig erforscht, ist beispielsweise, das hatte Manfred Singh ja eben schon zu den Verflechtungen angesprochen, dass man nicht nur von westlichen und beispielsweise arabischen Verflechtungen ausgeht, sondern auch mit Blick auf die arabische Welt den Blick weitet, beispielsweise arabische Organisationen oder Initiativen in Afrika. Es gab in den 1960er Jahren zum Zeitpunkt der Dekolonisation ägyptische medizinische Delegationen, die in den Kongo gefahren sind, um einerseits
antikoloniale Solidarität zu zeigen, aber auch, um deutlich zu machen, dass sie ein Wissen haben, das sie anderen weitergeben müssen. Und da wird das Bild dann einfach auch sehr vielschichtig und komplex und damit auch der historischen Realität sehr nah, dass verschiedene Gesellschaften eben sich in ganz unterschiedlichen Konstellationen befanden. Und ein letztes Thema, was mir wichtig erscheint und wo, glaube ich, auch beide Seiten sehr voneinander profitieren könnten, ist das Engagement von Frauen in der internationalen Geschichte und auch internationalen Organisationen, würde ich sagen, ist das immer noch relativ unterrepräsentiert. In der Geschichte beispielsweise zur islamischen Wohltätigkeit ist es sehr etabliert, dass Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben. Und wenn man jetzt diese beiden Felder zueinander bringt und noch ein letztes Beispiel aus meiner eigenen Forschung, gab es viele Repräsentantinnen des ägyptischen Roten Halbmonds, die auf internationalen humanitären Konferenzen tätig waren. Sie waren nicht selber Diplomatinnen, aber sie waren quasi diplomatisch tätig. Und so glaube ich, dass das auch ein interessantes Feld wäre. Ja, vielen Dank für diesen facettenreichen Strauß an künftigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Herr Singh, wo sehen Sie die Potenziale oder welche Fragestellungen fänden Sie besonders ertragreich in diesem interdisziplinären Gespräch? Ja, wenn ich nochmal auf den dritten Punkt zurückkommen darf, der mir nicht eingefallen ist. Neben dem Ölreichtum und den Kriegen, es ist natürlich die außenpolitische Unterstützung für autokratische Regime, die eine Demokratisierung verhindert hat. Und diese drei Punkte zeigen eben, dass so außenpolitische und innenpolitische Faktoren zusammenwirken und gemeinsam die Demokratisierung behindern und dass so demokratische Kräfte dann allein auf weiter Flur stehen. Also von 2011, den arabischen Aufständen bis heute im Iran, fragt man sich natürlich immer, wie kann man unterstützen, was kann man tatsächlich machen? Aber unsere Rhetorik von außen, so wenn man vom Westen, jetzt vom Westen nur in Anführungszeichen, so drauf blickt, ist eben immer die Frage, also was Sie ja auch zu Recht halt gestellt haben, ist immer die Frage, sind Islam und Demokratie vereinbar? Und das ist dann so ein metaphysischer oder ein intellektueller Diskurs. Und rein praktisch gesehen sollten wir eigentlich die Region genauso diskutieren wie jede andere Region und nach den politischen Ursachen, nach den inneren und außenpolitischen Ursachen fragen. Das ist viel zielführender. Und ich glaube, das würde auch es ist auch so ein Punkt, der so ein interdisziplinäres Gespräch voranbringen kann. Auch natürlich, dass man immer wieder diesen Eurozentrismus in der Forschung reflektiert. Also das tun wir natürlich ständig, wenn wir mit der Region beschäftigt sind, Esther Müller und ich. Ja, man kommt da gar nicht umhin. Aber es ist natürlich zum Beispiel schon so, wenn man so ein kleines Feld jetzt zum Beispiel anschaut, wie den Marxismus oder den Kommunismus, das ist so die globale politische Bewegung des 20. Jahrhunderts. Und was wir da an Studien zum Beispiel haben, ist halt alles sehr auf UdSSR, China, auf den sowjetischen oder den die Macht verschiedene Länder des kommunistischen Machtbereichs fokussiert, auch auf die Verbrechen, die dort begangen worden sind, aber dass man eben das Globale dieser Bewegung abbildet und dann schaut, ja, welchen Hintergrund haben denn diese Bewegungen, die ja in Afrika, Asien, ja, welchen konkreten lokalen Hintergrund haben die? Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Geschichte oder auch die Theorie des Marxismus dar? Das fehlt bis heute eigentlich. Wenn Sie Handbücher oder Geschichten des Kommunismus angucken, dann finden Sie ganz wenig zur arabischen Welt zum Beispiel, ja. Also finden wir noch viele Lücken, die geschlossen werden müssen, denke ich. Und
Und auch bei der Frage der Entkolonisierung ist das eigentlich auch so ein noch ein schwierigeres Feld, wenn ich jetzt also vom Marxismus abstrahiere und sage, ja, Entkolonisierung ist ein politisches Projekt, ja, also dass die einzelnen Länder unabhängig waren. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir aus diesen kolonialen Denkmustern heraus? Wie schaffen wir eine Entkolonisierung des Denkens? Das ist ja viel schwieriger, also und die Provinzialisierung von Europa ist ja auch nicht so einfach. Also dieses Schlagwort wird ja oft benutzt und ich also glaube auch, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Zielführung ist, so aus postkolonialer Perspektive zu versuchen, Europa zu verzwergen, wenn ich das jetzt mal so sagen will, sondern dass man eher, das habe ich auch in einem Artikel versucht zu schreiben, den Sie auch zitiert haben, dass man eher darauf schaut, wie man andere Weltreligionen entprovinzialisieren kann, also dass man da das Potenzial sieht, die in die Globalgeschichte mit reinzuschreiben. So, also ich glaube, das wäre so eine Aufgabe, vor der wir irgendwie alle stehen und die bestimmt nicht einfach ist. Aber die, wo wir uns auf jeden Fall gegenseitig helfen sollten. Ja, vielen Dank. Bis hierhin. Ich würde jetzt gerne die Diskussion für das Publikum öffnen und dazu Thomas Schlemmer bitten, sich zuzuschalten. Und uns erste Einblicke in Fragen des Publikums zu geben. Zugleich an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wer möchte, kann gerne in den Chat weitere Fragen hineinschreiben und Thomas Schlemmer bringt die dann ins Podium ein. Thomas, wie sieht's aus? Ja, herzlichen Dank, liebe Agnes. Seien Sie gegrüßt, Frau Müller, Herr Singh und auch Sie, liebes Publikum. Ja, tatsächlich gibt es die eine oder andere Frage, wie ja auch nicht anders zu erwarten. Die erste Frage betrifft den Komplex Islam-Nordafrika, Nahe Osten und Sozialismus und geht um die Frage, inwieweit Unterschiede feststellbar sind zwischen Nassers Auffassung des Sozialismus in Ägypten und Sozialismusvorstellungen, die eher in Nordafrika zu verorten sind, Algerien, Tunesien oder Marokko vor und nach der Unabhängigkeit. Ja, vielleicht Herr Singh, das richtet sich, denke ich, vor allem an Sie. Also die Unterschiede, würde ich jetzt mal sagen, gibt es natürlich, aber die sind minimal. Und das hängt auch damit zusammen, weil natürlich Nasser auch die algerische Befreiungsbewegung unterstützt hat. Und nachdem die FLN an die Macht gekommen ist in Algerien, hat sie sich dann wieder Inspiration bei Nasser, bei Nassers Modell des Sozialismus geholt. Und die benachbarten Länder im Maghreb waren eben auch von natürlich involviert in diesen Befreiungskampf. Also also auch Tunesien ist ja erst 1956 in die Unabhängigkeit gekommen, bei Marokko genauso. Also das hat sich überlagert und da sind die Unterschiede nicht so bedeutend, würde ich jetzt sagen. Vielen Dank, Thomas. Die zweite Frage zielt eher auf die Gegenwart und kommt vom Themenkomplex Demokratie und Islam her, beziehungsweise fragt nach dem Umgang der sogenannten westlichen Welt mit islamisch geprägten Staaten. Wie geht man mit autoritär geführten, diktatorisch regierten Staaten um? Kann man Wandel durch Handel erreichen? Oder ist doch politischer Druck besser als Mittel der Wahl, um auch die demokratisch orientierten Teile der Zivilgesellschaft zu unterstützen? Und in dem Zusammenhang hat sich eine Frage speziell auch
daran orientiert, wie denn eine Belebung der Wissenschaftskommunikation, einer Unterstützung der Zivilgesellschaft demokratieorientierter Provenienz nützen könnte. Herr Singh, möchten Sie anfangen und dann können wir an Esther Möller übergeben? Ja, das sind jetzt natürlich Fragen der politischen Praxis ja eher. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Diese Sache mit Handel, Handel durch Wandel und sowas alles, das haben wir ja jetzt mit Russland und China rauf und runter diskutiert in den letzten Monaten. Auch jetzt mit der Fußball-WM in Katar ist das ja jetzt ein Dauerthema eigentlich. Und es ist natürlich so, dass das sagen ja auch jetzt viele Politiker, dass wir eigentlich den Dialog mit der Region mit den Ölmonarchien etc. nicht abreißen lassen sollen und das uns auch nicht leisten können in der gegenwärtigen Lage. Gleichzeitig ist halt die Frage, ja, aber was macht man denn dann? Also wie geht man, also dann hat man eine Weltklimakonferenz in Ägypten, wo dann politische Aktivistinnen im Gefängnis sitzen. Ja, da mahnt dann auch der eine oder andere Politiker an, dass die mal freigelassen werden sollen. Aber ob das passiert, weiß man halt nicht. Ja. Bei der Fußballweltmeisterschaft ist es auch so, dass man dann so in komischer Art und Weise dann versucht, ständig irgendwelche Zeichen zu setzen, wo man auch nicht weiß, in welche Richtung das eigentlich, also selbst das heimische Publikum ist ja irritiert von den Zeichen, die da gesetzt werden sollen. Also wie werden die dann, also die werden nicht gut aufgenommen von der arabischen Welt, das kann man generell sagen. Weil die arabische Welt jetzt so insgesamt fühlt sich natürlich durch die Fußball-Weltmeisterschaft irgendwie im Rampenlicht geehrt und denkt, sie wollen der Welt zeigen, dass sie so ein wichtiges Turnier ausrichten können und dass sie da auch eine gute Figur abgeben. Und dann fangen die Leute an irgendwelchen Nebensächlichkeiten jetzt, sage ich mal. Also das ist eben ein Sportereignis in erster Linie. Und dann so aus dieser Perspektive fangen die Europäer halt an allem Möglichen rumzukritteln. Und das klingt aus vielen arabischen Ohren wie so eine neokoloniale Attitüde von oben herab. Wo aber ja alle Verbände haben ja diese Fußballweltmeisterschaft nach Katar vergeben. Also das ist ja ganz eigenartig. Und es wird dann immer so getan, als ob Katar irgendwie was falsch gemacht. Also natürlich will ich das jetzt nicht relativieren, Autokratie oder Menschenrechtsverletzungen oder Verbot von Homosexualität, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Die Frage ist ja bloß, wie erreicht man Verbesserung in all diesen Bereichen? Und die Frage halt, also ob jetzt diese Millionäre, die da auf den Fußball fällen, wenn ich das so nonchalant ausdrücken darf, wenn die Millionäre, die über die Fußballplätze da marschieren, wie seriös oder wie glaubwürdig das ist, dass diese jetzt plötzlich für Arbeitsmigranten einsetzen, stellt natürlich auch ein eigenartiges Fragezeichen dar. Und dann noch ein Punkt ist natürlich, dass man ja auch so sehen muss, dass Katar das ganze Geld, was sie jetzt für die Weltmeisterschaft ausgeben, ist ja reinvestiertes Geld, was sie ja vorher schon durch den Handel unter anderem mit uns halt eingenommen haben. Also die investieren ja oder wir investieren ja schon vorher da und das Geld, was dabei abgefallen ist, wird jetzt halt in großem Maße dann da ausgeschüttet. Also wir sind ja schon zuvor tief involviert. Genau, also ich habe eigentlich jetzt keine wirkliche Antwort auf die Frage gegeben. Ich habe eigentlich nur das Problem, versucht zuzuspitzen, dass
dass das einfach schwierig ist. Wie generell, wie geht man, also generell so aus wissenschaftlicher Perspektive können wir sagen, autokratische Regierungen, autoritäres Regime sind sehr resilient und das haben wir auch nach 2011 gesehen. Und ein Punkt, warum sie das geschafft haben, ist eben, dass sie so viel internationale Unterstützung für sich mobilisieren konnten, und zwar in der Region selber, aber auch über die Region hinaus. Und die arbeiten untereinander zusammen. Also man braucht jetzt die Global Player nicht noch einmal nennen, aber auch der Westen ist nicht ganz unschuldig an der Situation. Und wir sind da eben in so einer großen globalen Lage, wo sich halt tatsächlich so die Frage stellt, ja, wenn die Zahl der Demokratien in der Welt abnimmt, wie gehen wir damit um irgendwie? Wie können wir, also wir können ja, also was machen wir da? Wie können wir politisch auf Veränderungen abzielen? Inwiefern sollte das dann auf unser ökonomisches Handeln durchschlagen? Das sind große Fragen, aber in der Praxis sieht das oft so aus, dass man dann halt doch das kleinere Übel meistens wählt. Und das ist dann oft so, dass dann letztendlich doch die demokratischen Kräfte in die Röhre schauen, sage ich mal so. Also keine einfachen Antworten auf mehrere komplexe Fragen. Esther Müller, wie sehen deine Einschätzungen aus? Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Manfred Singh gerade gesagt hat. Wir sind so sehr involviert. Das sieht man beispielsweise, wenn man jetzt die Energieversorgung nimmt. Jetzt hat es die Krise gegeben durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das ist, dass wir also unter anderem uns auf die Suche auch nach neuen Energievorräten machen. Jetzt kommt die arabische Welt nochmal wieder neu in den Vordergrund. Natürlich kommt ganz viel Energie schon aus der arabischen Welt, aber jetzt auch mit der Vorstellung von erneuerbaren Energien das, was in Deutschland gerade sehr angesagt ist, Wasserstoff als neue Lösung. Auch da gibt es direkt einen Dialog mit verschiedenen Emiraten und Verträgen und Forschung, die dort stattfindet. Und in der Tat ist man, das hatte Manfred Singh ja auch geradezu mit Blick auf die WM gesagt, ist man in so einer schwierigen Situation und einem Balanceakt, wenn man sich jetzt für diese Region interessiert, dass man es einerseits natürlich sehr begrüßt, dass man versucht, erneuerbare Energien zwischen den Emiraten und Europa quasi herzustellen oder dass eine WM dort stattfindet. Einerseits ist das begrüßenswert, um die Region eben neu und auch anders in den Blick zu stellen. Nicht nur als Krisenregion, sondern auch als Gesellschaften, die sehr viel bewirken können. Und andererseits muss man natürlich fragen, unter welchen Umständen, unter welchen Bedingungen, und sind das nicht auch Momente wie beispielsweise, ich nenne jetzt nochmal den Wasserstoff, weil ich dazu neulich gerade eine interessante Dokumentation gesehen habe, zu sagen, wir machen das und wir möchten das weiter, aber eben unter bestimmten Bedingungen. Und ich glaube, da könnte man, ohne dass ich Politikerin oder Politikberaterin bin, vielleicht doch manchmal etwas einhaken und versuchen zu gestalten. Und insbesondere natürlich, was die Wissenschaft oder die Wissenschaftszusammenarbeit angeht, das kann ich nur unterstreichen, wie notwendig das ist, mit Forschenden in der arabischen Welt beispielsweise zusammenzuarbeiten, weil wir davon sehr profitieren, weil sie viele Kenntnisse haben, die uns entgehen von der Literatur, von den Archiven und anderem, und weil auch sie genauso wie wir diesen Dialog nötig haben. Oft, um jetzt das Beispiel mit Ägypten zu nennen, wo ich mich besser auskenne, ist es für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon allein manchmal schwierig, an bestimmte Publikationen zu kommen, weil sie nicht dieselben Bedingungen haben, um
JSTOR weiß ich jetzt nicht, aber viele Publikationen sind für Sie gar nicht so erreichbar wie für uns. Oder Stipendien und Ähnliches sind sehr viel schwerer zu bekommen. Also von daher ist das meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Weg, um den Dialog oder und auch die, ja, die Stärkung von Menschen, die eben nicht unbedingt diese autoritären Tendenzen haben, um das zu stärken. Das ist was wir als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen tun können. Ja, vielen Dank. Thomas, gibt es noch weitere Fragen im Chat? Ja, gerade ist noch eine aufgepoppt im Anschluss an Esther Möllers Plädoyer für mehr wissenschaftliche Zusammenarbeit. Wäre es auch ein Weg, mehr Studierende aus arabischen Ländern an unsere Universitäten zu holen, vielleicht auch bei uns mehr Arabischunterricht anzubieten, um schlechterdings die kommunikative Basis auszuweiten? Issa, möchtest du direkt darauf reagieren? Wir können dich noch nicht hören. Entschuldigung, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und mir hat gerade jemand erzählt, dass das von einem Beispiel, das mir deutlich gemacht hat, dass das allein nicht reicht, sondern dass man das auch mit Verstand machen muss. Also nach 2015 viele arabische junge Menschen nach Deutschland gekommen sind, unter anderem aus Syrien beispielsweise, sind viele auch an Universitäten gekommen und sind dort eingeschrieben worden. Und ich habe von einem Beispiel gehört von Studierenden, die automatisch in Arabistik eingeschrieben wurden, was schön war für das Arabistik-Department, weil die dann hohe Zahlen an Studierenden auf einmal hatten, aber was für diese Studierenden überhaupt keinen Nutzen hatte, weil das jetzt nicht das war, was sie machen wollten oder wo sie auch neue Sachen bekommen, lernen konnten. Also auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg, aber es muss eben mit Verstand und mit Begleitung passieren. Herr Singh? Also ich muss da auch noch ergänzend dazu sagen, also das, was Esther Möller gesagt hat, natürlich vollkommen richtig ist. Wir brauchen mehr Austausch, wir brauchen mehr Studierende hier, wir brauchen mehr wissenschaftlichen Austausch. Problem ist aber oft, also gerade von den syrischen Studenten habe ich das mit erlebt, welche bürokratischen Hürden es da gab. Also Leute, die einen Flüchtlingsstatus anerkannt gekriegt haben, die haben es zum Beispiel leichter gehabt, an die Universitäten sich einschreiben zu lassen, während Leute, die eben nicht in die Flüchtlingslager gegangen sind, anderen Weg genommen haben, bei denen gab es viele bürokratische Hindernisse. Der wissenschaftliche Austausch so auf der anderen Seite, das haben wir jetzt seit längerer Zeit, also wahrscheinlich seit 9/11 schon, ist das so eine Verpflichtung, was die wissenschaftliche Community so eingegangen ist, also dass man sagt, wir brauchen mehr Austausch, gerade auch mit der arabischen Welt etc. Und ich war jetzt wirklich in den letzten Jahren an mehreren Workshops und Konferenzen beteiligt, wo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die Leute, die eingeladen worden sind mit Visum, also eingeladen worden sind von wissenschaftlichen Institutionen, erhebliche Schwierigkeiten hatten, ein Visum zu kriegen oder überhaupt nicht kommen konnten. Ja, und das mehrfach. Also auch egal, ob das dann ein 10-tägiger, ein 2-tägiger oder ein 2-monatiger Aufenthalt war, wo alles genauestens dokumentiert war, warum die Leute kommen und warum wir die hier haben wollen und dass das uns nützt, dass das ihnen nützt, dass das uns allen nützt, ja, und dass das auch eben dieser Verpflichtung zum wissenschaftlichen Austausch nützt, obwohl alles vorhanden ist, gibt's keine Wiesen mehr irgendwie. Also, und das ist jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz schwierig geworden. Und das stimmt mich schon sehr nachdenklich so und finde ich nicht gut. Also wir wissen eigentlich, dass wir alle von diesem Austausch profitieren, aber in der Praxis wird das uns immer schwieriger gemacht.
Ja, das kann ich auch bestätigen und das gilt sowohl für Länder aus dem arabischen Raum als auch für afrikanische Länder. Also der häufig geforderte und ja auch gewünschte Austausch zwischen unterschiedlichen Regionen der Welt scheitert dann eben oft an der Praxis. Eine positive Errungenschaft der Corona-Zeit ist dann natürlich das Zoom-Format, das dann doch etwas mehr Austausch manchmal möglich macht, wie das heute auch der Fall ist zwischen unterschiedlichen Standorten in Europa. Also diesmal ohne außereuropäische Beteiligte, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Thomas, gibt es noch dringende Fragen aus dem Chat? Nur noch den expliziten Dank an dich, Agnes, für die Moderation und an Frau Möller und Herrn Singh für das interessante Podium. Und diesen Dank möchte ich mir anschließen. Das Gleiche gilt natürlich für mich. Herzlichen Dank, Esther Möller, Manfred Singh, für diese spannenden Einschätzungen zu einem Thema, da sind wir uns alle einig, viel Potenzial hat für künftige Forschung. Ich darf mich außerdem bei Thomas Schlemmer für die Betreuung des Chats bedanken und bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für ihr Interesse an diesem Thema. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und damit wünsche ich Ihnen und uns allen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat sehr viel Freude und Spaß gemacht. Ja.